Auf der Orthopädie wird Frederik Seehauser von den Schrebergarten-Nachbarn seines nächsten Patienten abgefangen. Joris Niehaus und seine Schwester Indra wollen den Assistenzarzt vor dem 24-jährigen Noah Landmann und seiner Mutter Wiebke warnen. Sind Sie irgendwie verwandt oder verschwiegen? Nein, überhaupt nicht. Okay. Dann ist das sowieso immer mit diesen Patientendaten und solchen Angaben immer ziemlich schwierig. Da dürfen wir eigentlich nicht viel sagen. Von daher, wir können ja gerne mal fragen im späteren Verlauf. Und, Sie können ein bisschen hier warten, dann können wir fragen, ob das okay ist. Aber Auskünfte dürfen wir Ihnen nicht geben. Okay. So, über Dritte geht das immer nicht. Das wäre super, ja? Wenn Sie uns informieren würden. Aber bitte untersuchen Sie ihn gründlich. Das kann nicht sein, dass der durch einen kleinen Schubs solche Schmerzen im Knöchel hat. Okay. Der Herr Niehaus hatte hier schon eine ganz schön heftige Anschuldigung. Er hat nämlich den Herrn Landmann bezichtigt, dass er hier simulieren würde. Es ist so, wir müssen uns immer ein eigenes Bild vom Patienten machen, denn es gilt natürlich bei uns immer die Unschuldsvermutung. Also wenn der Patient Schmerzen angibt, hat der Patient prinzipiell recht. Und da müssen wir erstmal hindiagnostizieren, ob das wirklich so ist, beziehungsweise wie wir dem Patienten am besten helfen können. Herr Landmann, was ist denn A passiert? Was bringt Sie zu uns? Was darf ich mir anschauen? Ja. Mein Bein tut so weh. Unser Nachbar, wir haben so einen Schrebergarten. Unser blöder Nachbar, der ist so ein Hipster, der wollte unbedingt unsere Pflanzen halt irgendwie vernichten, mit Unkraut vernichten oder sowas. Ja, und dann habe ich irgendwann die Fußabdrücke von denen in unserem Garten gefunden, wollte ihn halt zur Rede stellen und dann hat er mich geschubst und jetzt tut mein Bein so unglaublich weh. Ah, okay, dann den Unfallhergang habe ich dann, glaube ich, schon gehört und dann kann ich mir auch vorstellen, wer der... Ja, dann sag ich mal. Und das zieht sich dann ein bisschen in den Unterschenkelbereich, bis in den Knöchelbereich? Tut einfach unglaublich weh. Ich okay, kann's gar alles. Nicht beschreiben. Es zum so Röntgen war er noch nicht, deswegen ist er jetzt halt hier schon gewesen, weil beim Röntgen war es auch zu voll. Mhm. Also da ist noch gar nichts gelaufen. Leider hört man sehr viel von Nachbarschaftsstreitigkeiten. Nachbarn streiten sich meist auch wegen Kleinigkeiten und da kann einem der Nachbar schon fast das Leben zur Hölle machen. Nur gewalttätig zu werden, das finde ich jetzt ist wirklich ein Schritt zu weit. Ich guck meinen Fuß an, bitte nicht wundern. Ja. So, Sie geben immer Schmerzen an, ne? Ich versuche mal so zu ziehen, zu mobilisieren. Okay. Ich habe dir den anderen Schuh zum Vergleich auch. Ja, wunderbar. Das schaue ich mir gleich an. So, wo tut es am allermeisten weh, wenn ich hier so drauf drücke? Ja, mittig so. Mittig eher. Und am Gelenk vor allem. Mittig und am Gelenk, also an beiden Seiten. Okay, dann schauen wir das Ganze mal an. Okay. Mhm. Also, Anne, du hast gesagt, Röntgen ist noch nicht gelaufen, ist aber angemeldet. Ne? Ich kann ja mal nachfragen, wie genau. Es aussieht. Also wir werden hier auf jeden Fall eine radiologische Aufnahme machen. Wir werden hier zwei machen. Zum einen werden wir eine Aufnahme machen vom Unterschenkel. Da verschiedene Erkrankungen auch verschiedene Symptome hervorrufen können, muss nicht jede knöcherne Verletzung zum Beispiel oder Bänderverletzung gleich anschwillen oder sehr dick sein oder vielleicht gerötet sein. In dem Fall von Herrn Landmann konnte ich erstmal nichts erkennen, was aber nicht unbedingt was heißen muss. Deshalb habe ich hier eine radiologische Untersuchung angeordnet. Zudem gab Herr Landmann auch sehr, sehr starke Schmerzen an und die können ja nicht von ungefähr kommen. Ja, das ist wichtig. Ich brauche das. Ich bin Fahrradkurier. Ich brauche ja mein Bein, um Fahrrad zu fahren. Ja. Warte mal, ja, also, es kommt die Röntgenaufnahme. Jetzt war ganz ruhig, jetzt warten wir erstmal. Erstmal brauchen wir genau die radiologischen Aufnahmen. Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Denn eine Begegnung zwischen den Schrebergarten-Nachbarn bringt etwas ans Licht, das Frederik Seehauser richtig ärgert. Können wir jetzt in den Augen? Hier geht's runter. Aber ich hab den Zettel vergessen. Was soll denn das? Du simulierst hey. Doch immer. Junge, pass doch auf, Mann! Hey. Was ist mit dir los? Ja. Auf einmal kannst du stehen, ohne Probleme. Was soll denn das? Ja. Aber Sie können doch nicht einfach dann in den Rollstuhl gehen. Garten einbrechen müssen. Ich bin nicht in euren Garten gekommen. Was redest du? Ja, wessen Spitzenschuhe war das denn dann? Also jetzt mal ganz ruhig. Also erstmal, Sie können nicht einfach hier die Patienten aus dem Rollstuhl rausschubsen. Das läuft so nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Ja, Sie haben recht. Und wieso kann... Herr Leimann, wollen Sie uns vielleicht was erzählen? Ja, eigentlich habe ich gar nichts. Aber ich war so sauer, dass er in unseren Garten eingebrochen ist, weil ständig geht er uns auf die Nerven. Seit 2 Jahren, wo der da ist, immer nur will er die ganze Zeit unseren Garten kaputt machen. Und ich dachte, so kann ich den vielleicht mal dran kriegen, irgendwie Schmerzensgeld bekommen oder so, weil ich ja auch mein Bein brauche. Als Fahrradkurier da. Das ist ja das Allerletzte. Auch noch Geld abzocken. Ja, das Allerletzte seit Jahren Pflanzen vernichten. Simulanten sind super ärgerlich im Klinikalltag. Denn diese geben nur Schmerzen vor und haben eigentlich keinen wirklichen Grund, hier bei uns untersucht zu werden. Und das Ganze ist problematisch, denn unser Klinikalltag, der ist sehr, sehr eng getaktet. Das heißt, wenn wir jemanden haben, der gar keine echten Schmerzen hat, können wir einen Patienten, der etwaige Schmerzen hat, nicht mehr wirklich anschauen bzw. diagnostizieren. Das hindert uns und ärgert uns wirklich ungemein. Und das ist ein absolutes No-Go, das geht überhaupt nicht. Dass das nicht gut ist, weiß ich auch, aber irgendwas muss ich machen. Es gibt auch Menschen, die haben wirklich Schmerzen, ne? Ja. Erklären wir das Ganze. Und haben Sie sich jetzt auch wieder verletzt, oder was?
Ach, es ist nichts. Es ist nichts. Schmerzen, die gehen weg mit ein paar Schmerzmitteln. Das ist ein billiger, ist das so gut schon? Ne? Ja, es wird wahrscheinlich jetzt passiert sein. Ich habe immer leichte Schmerzen gehabt seit Monaten. Warum bist du nicht zum Arzt? Ich weiß. Es ist eine Kleinigkeit. Die Oma hat auch Rheuma gehabt, vermutlich ist es auch Rheuma. Nichts Wildes. Aber das tat jetzt gerade weh, nachdem es hier zu diesem kleinen Tumult kam. Ja, jetzt wieder stärker. Ich habe schon seit Monaten Dauerschmerzen und werden immer stärker, aber mit Schmerzmitteln geht das in Ordnung. Also ich meine, wir haben ja jetzt dadurch, dass der Herr Landmann nicht behandelt wird, haben wir jetzt ja Zeit. Das heißt, ich könnte es mir schon angucken. Ich meine, die Vakanzen haben wir jetzt ja, die Behandlung wäre frei. Muss nicht sein. Jetzt sind sie einmal da. Wenn wir jetzt schon da oder? Sind. Ja, okay, gut. Klär's ab. Ja. Ich würde sagen, okay. Sie gehen am besten gleich schon in den Behandlungsraum und dann meine Frage, Sie gehören dazu. Ich bin seine Schwester, ja. Ah, Schwester, okay. Mhm. Ist in Ordnung, wenn sie dabei ist? Es ist in Ordnung. Okay. Einmal vorgehen, Schwester Anna zeigt Ihnen einmal, wo das ist. Herr Nius wollte gar nicht von mir untersucht werden, denn er hatte seine Diagnose schon gefunden. Seine Mutter hatte Rheuma, also wird er auch Rheuma haben, denn sie klagte über ähnliche Schmerzen. Das konnte ich mir aber nicht ganz abkaufen, denn mit reinen Schmerzmitteln, das ist keine vernünftige Therapie. Ich wollte genau wissen, was er hat. Okay, man sieht das natürlich auch im Seitenvergleich. Das ist natürlich schon ganz schön gerötet. Mhm. Herr Nius, hätten Sie vielleicht ein bisschen früher mal zu uns kommen können. Machst du das Ultraschallgerät einmal fertig? Mhm. Ich würde mir das ganz grob einmal anschauen. Und haben Sie einen Schmerz mehr nach einer Belastung? Aber Sie sind nicht gestürzt oder es ist eine alte Sportlerverletzung oder sowas? Nee. Operiert worden sind Sie auch noch nicht? Sie keine Zugangsnamen, gar nichts? Gar nichts, nicht operiert, nichts. Als ich das Knie von Herrn Niehaus dann gesehen habe, war mir sofort klar, dass das einen Grund haben muss, warum es denn so gerötet und leicht geschwollen war. Via Ultraschalldiagnostik wollte ich erstmal schauen, ob wir hier einen Erguss oder etwaiges feststellen können. Denn als ich die Kniescheibe, also die Patella, leicht eingedrückt habe, konnte ich dieses leichte Tanzen erkennen, was dafür spricht, dass sich darunter ein leichter Erguss findet. Und dieser Erguss spricht meistens für einen krankhaften Prozess. Herr Niehaus, ich würde vorschlagen, wenn Sie schon mal hier sind, und wir haben ja gerade noch in der Radiologie dann theoretisch ja auch noch einen Termin frei, dass wir uns einmal bitte eine Röntgenaufnahme machen von dem Knie. Denn nur radiologisch kann man genau sehen, was hier los ist. Es kann mal sein zum Beispiel, dass es hier vielleicht Verformungen vom Knochen gibt, vielleicht auch schon einen Verschleißprozess oder sowas gibt. Aber ich sag mal so, Rheuma kann ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen. Denn Rheuma beginnt meistens erst in den kleinen Gelenken und verbreitet sich dann in die großen Gelenke. Mhm. Trotzdem, wenn Sie familiär vorbelastet sind, wir sagen, die Mutter hat Rheuma, werden wir bei Ihnen auf jeden Fall Blut abnehmen. Wir werden dann die Rheumatiter bestimmen und gucken, wie hoch die Entzündungswerte sind aufgrund des Knies. Okay. Und nach der radiologischen Besprechung, da sehen wir uns dann wieder und dann besprechen wir, was wir da machen können. Aber die Röntgenuntersuchung bringt Frederik Seehauser nicht weiter. Der 38-jährige Patient hat allerdings noch andere Symptome, die er dem Arzt aus Scham bisher verschwiegen hat. Die Ursache seiner Beschwerden wird aber in der Folge auch für Joris Schrebergarten-Nachbarin Wiebke noch überraschend wichtig. Hi. So geht. Wollen Sie? Oder ja, ich würde, Herr Doktor, ich würde gerne zu dem Herrn Niehaus rein. Mhm. Ist das okay? Okay? Anna, ich weiß nicht, was du davon hältst, aber ich glaube, aufgrund der Situation, warum der Herr Niehaus hier ist, sollen wir mal lieber nachfragen, ob es dem Patienten recht ist. Ist das okay? Wir fragen mal nach. Okay. Hallo. Ich habe nämlich die Unterlagen auch dabei. Ach, hast du schon alles? Das ist super. Du hast gerade noch auf der Toilette. Der muss gleich wieder rauskommen. Der ist schon ewig da drin. Okay, dann wollen wir ihn ja nicht stören. Ich wollte nämlich eigentlich mit ihm den radiologischen Befund besprechen, beziehungsweise auf dem Blut. Hörst du das? Ist das die Frau Land? Achso, wir konnten noch nicht fragen. Ja, ich sitze nur auf heißen Kohlen. Also mir ist das ja schon als was unangenehm, wenn Sie das dem Herrn Niehaus geben könnten. Okay, mache ich. Aber wie geht's ihm? Anscheinend, so wie ich das jetzt höre, nicht so gut gerade. Stöhnt er da drin? Ich würde einfach noch mal sagen, dass Sie vielleicht doch noch mal... Frau bitte kurz raus. Das ist vielleicht gerade ein schlechtes Timing. Okay, ja. Oh, das hört sich nicht gut an. Ich klopf mal nach. Ja. Brauchen Sie Hilfe? Ah, geht schon. Vorsichtig. Machen Sie langsam. Ja. Was war denn da? Was ist passiert? Ah, beim Wasserlassen brennt ein bisschen stark. Okay, dann gehen Sie mal lieber erstmal aufs Bett. Ich wollte nämlich mit Ihnen eigentlich die Befunde besprechen, Herr Niehaus. Und jetzt haben Sie Probleme beim Wasserlassen. Ja. Okay. Also, das tat jetzt gerade beim Urinieren, beim Pinkeln, tat das jetzt gerade weh? Ja. Okay.
So, so wie Feuer, wie 1000 Nadelstiche. Beim Wasserlassen, selber. Ja. Okay. Die Anamnese mit Herrn Niehaus war etwas beschwerlich, denn die Beschwerden, die er hatte, die waren vielleicht für ihn etwas peinlich, gerade vor seiner Schwester, waren aber für uns immens wichtig. Diese 1000 Nadelstiche, die er beschrieben hat während des Urinierens, sind für uns ein ganz wichtiges Indiz und sprechen meistens eigentlich für einen Harnwegsinfekt. In Verbindung aber mit dem Knieschmerzen und den weiteren Symptomen, die er uns erst nach und nach schilderte, hatte ich schon einen Verdacht. Aber was wir erkennen können, ist, dass das Knie eigentlich an sich in seiner Struktur knöchern gesund ist. Also der Knorpel sieht eigentlich noch recht gut aus. Hier könnte man vielleicht noch sagen, dass es hier ein bisschen erweitert ist, dass es kein Abbau ist. Aber das ist nicht der Grund dafür, warum das so ein Erguss da ist. Also knöchern ist daran nichts. Okay. Henios, gibt es denn sonst noch irgendwas, was wir vielleicht bisher immer verschwiegen haben? Also zum Beispiel, sowas kann kommen zum Beispiel durch Nierensteine oder Harnsteine, zum Beispiel, die sehr scharfkantig sind. Trinken Sie denn genügend zum Beispiel? Ja, trinken tue ich eigentlich genug. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob das was zu sagen hätte. Ich habe im Mundraum so wie kleine Bläschen, das tut irgendwie... So eine Art Afte? Ja, so wie wenn man sich so drauf beißt? Ja, genau so, okay. Als ob ich mir in den Backen beißen würde. Okay, darf ich es mal ganz kurz anschauen? Natürlich. Einmal mit dem Mund aufmachen. Okay. Ja, man sieht an der Schleimhaut so eine kleine weiße Stelle. Das nennt man umgangssprachlich auch Afte. Das kann verschiedenste Gründe haben, aber ja, im Zusammenhang... Ich weiß nicht, vor Ihrer Schwester, wie ist denn das? So, wie können wir denn da sprechen? Ja, ist mir unangenehm, aber ich habe auch unter der Vorhaut habe ich so kleine Bläschen. Es mag vielleicht etwas eigenartig oder kurios klingen, warum für einen Orthopäden so eine Harnwegsinfektion in Bezug auf Knieschmerzen oder großen Gelenkschmerzen so wichtig ist. Und dieser Grund liegt daran, dass das ein ganz, ganz wichtiger Indikator sein kann, für eine Gesamterkrankung, die beides betrifft. Ich würde jetzt mal Folgendes vorschlagen, um das Ganze hier abzukürzen. Ich habe da einen Verdacht. So unglaubwürdig, wie das klingt, ich glaube, alle die Symptome könnten irgendwie zusammenhängen. Mit dem Knie? Auch das Knie. Okay. Herr Niehaus, wir machen jetzt Folgendes. Die Schwester Anna, die meldet für Sie jetzt noch mal eine weitere Blutuntersuchung an. Das ist eine speziellere Blutuntersuchung. Wir werden den Abstrich machen. Das macht man mit so einem Röhrchen. Das sieht ähnlich aus wie das Ohrstäbchen, nur ein bisschen länger. Ich kann versprechen, das ist nicht ganz so angenehm, gerade beim Mann, weil die Harnröhre etwas länger ist. Aber wir müssen den Eingang und die ganze Harnröhre einmal anschauen. Dann wird ein Kollege der Urologie dabei sein. Okay. Wenn Sie wollen, kann auch der den Abstrich machen. Dann macht das nicht die Schwester Anna. Die hat das aber alles schon mal gesehen. Der Urologe guckt sich die Pünktchen an der Vorhaut an. Und ich gucke mir den Blutwerte an und wir bräuchten einen 24-Stunden-Sammelurin von dem Herrn Niehaus. Und wir würden ihn dann auch stationär aufnehmen. Alles klar. Ich telefoniere mal mit dem Urologen. Mhm. Verstehe, und das bringt eine Vase, gar keine Freundin. Ich muss dir nachher noch was erzählen. Aber so sollen wir bitte unter uns sein, ja? Die Untersuchung beim Urologen klärt, dass Joris Schmerzen im Knie und seine Probleme beim Wasserlassen zusammenhängen. Und das Ergebnis führt dazu, dass der Hörgeräteakustiker seiner Schwester und auch Schrebergartennachbarin Wiebke etwas beichten muss. Herr Niehaus, folgende Problematik. Bei Ihnen wurde ein mikrobiologischer Befund gemacht. Und das heißt, also der Abstrich, da wurde ein Schnelltest durchgeführt. Das ist zwar noch nicht hundertprozentig, aber ein sehr, sehr großes Indiz dafür, dass Sie an Chlamydien erkrankt sind. Chlamydien? Okay, haben Sie noch nicht gehört wahrscheinlich, ne? Nein. Ist auch ein ziemlich seltsames und schwieriges Wort. Ich erkläre das erstmal so weit. Chlamydien, das ist eine Infektionskrankheit. Okay. Und diese Chlamydien sind meistens in Verbindung zu bringen mit einer sexuell übertragbaren Krankheit. Sexuell übertragbar? Okay. Du hast sogar keine Freundin. Oder bist du wirklich um die Häuser gezogen? Chlamydien sind eine Infektionskrankheit bzw. ein Bakterium, welches zu entzündlichen Prozessen im Körper sorgen oder führen kann. Eine Chlamydieninfektion kann lange Zeit auch symptomfrei bleiben, bis sie dann ausbricht. Jedoch muss man leider sagen, wenn die ausgebrochen ist, muss man dies sofort kommunizieren und melden bzw. auch therapieren. Denn Chlamydien sind ansteckend und da reicht auch schon ein kleiner Tropfen, denn dies ist eine Tröpfcheninfektion und es muss nicht immer zum ungeschützten Geschlechtsverkehr kommen, auch wenn dies natürlich die Chance einer etwaigen Infektion erhöht. Hallo. Hallo. Die Frau Landmann ist da, die möchte gerne mit Herrn Niehaus sprechen. Er hat wohl darum gebeten. Ja, der scheint ja ganz schön was auf dem Herzen zu liegen, so häufig wie die. Darf sie reinkommen? Ja, sie darf reinkommen. Okay, kommen Sie bitte durch. Frau Landmann. Hallo. Hallo, Wiebke. Ich glaube, das ist jetzt Wiebke. Ihr duzt euch? Ja, ich muss dir was erzählen oder wir müssen dir was erzählen. Wir? Okay. Ja, wir sind uns vor 5 Wochen etwas näher gekommen. Und
Ich habe irgendwann, als ich allein im Schrebergarten war, einen Schrei gehört. Und aus Wiebkes Garten bin ich hingesprungen, um zu schauen, was da ist. Und ja, war eine kleine Spinne. Du, die war so groß. Ich hab ihr sie weggemacht. Und sie war so, mir so dankbar, dass sie mich für ein Gläschen Wein da behalten hat. Und ja, wie das eine zum anderen kommt. Aber Herr Nios, ich glaube, wir sollten vielleicht was mitteilen, oder? Das wäre schon fair auf jeden Fall. Ja. Wieso? Du solltest dich eventuell auf Chlamydien testen lassen, weil ich sie habe. Was? Ja. Was ist das? Das ist eine Geschlechtskrankheit, die übertragbar ist. Hey, ist das nicht dein Ernst? Ey, wir haben doch verhütet die ganze Zeit. Ja. Ja, aber das hat nicht so viel zu sagen. Das geht relativ schnell mit solchen Infektionen. Es kann auch sein, dass sie gar nichts bemerken. Also zum Beispiel, dass sie gar keine Probleme haben. Die laufen sogar relativ lange immer symptomfrei. Mhm. Aber, ich hatte es auch schon über Nios gesagt, es ist so, die sind sehr gut behandelbar mit einem Antibiotikum. Von daher, wir machen das so, sie bekommen jetzt hier gleich einen Abstrich oder einen Termin auf der Gynäkologie. Mhm. Da wird ein Abstrich dann gemacht. Das ist ein ganz kleines Abstrichröhrchen, tut auch gar nicht so doll weh. Und dann relativ schnell können wir dann sagen, ob sie sich eventuell infiziert haben, was sie gar nicht haben müssen, oder eventuell schon. Wiebkes Abstrich fiel negativ aus. Die leidenschaftliche Schrebergärtnerin hat sich also nicht mit Chlamydien infiziert. Bei Joris schlug das Antibiotikum schnell an. Bereits einige Tage darauf waren die Bläschen und die Schmerzen im Knie verschwunden. Inzwischen hat auch der Sohn der 42-Jährigen von der Beziehung erfahren und freut sich für das Paar.